Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Wir haben letztes Mal recht viele Rüstungen bekommen und tun jetzt mal identifizieren. Bekommen leider nur Schrott über. Naja. Ist nicht so gutes Zeugs. Schade, wenn wir ein bisschen MF drauf wären, hätten wir den Helm austauschen können. Naja. Okay. Wir haben jetzt letztes Mal Petey ein bisschen gezeigt, wer hier der Beste ist. Und haben sie ein paar Millisekunden besiegt. Und heute gehen wir in die Kanalisation. Wir müssen noch einen Schnelligkeitstrank finden, damit der andere, der Shadow, nicht seinen hergeben muss. Und wir haben immer noch kurz hier schon die Kanalisation. So, aber wir haben den schon gemacht, oder? Elrion. God bless you on this fine day. Nein, den haben wir nicht gemacht. Schön alle ein bisschen reinlocken in diesen Kreis, weil nur die zählen. 24. Kommt rein, meine Schätzchen. Aha. Du brauchst ein bisschen Mana. Verstanden, meine Monika. Die machen ja gar keinen Schaden an den Toten. Dem Totem. So, Skin Gloves. Wie viel hast du jetzt? 5 und so ein bisschen. Es geht jetzt extrem lange. Also, mein höchster war, glaube ich, Level 8. Nein, Level 7, glaube ich, nur. Level 8 bekommt man, glaube ich, die Gems. Beziehungsweise die Unix über. So, was war das jetzt? Ich weiß nicht genau, was das war jetzt für ein Prophecy. Ja, ich habe immer noch diese Ohrenprobleme. Es ist wie der vorige Part nicht lange Zeit vergangen. Also Nachfolgepart ist. Ja, der Fett ist hier. Okay, das Unique Monsters Beine Snap. Gut, haben wir geschafft. Ein Hybrid Flask. Die sind leider immer zu schwach. Die sollten sie mal ein bisschen stärken. Aber beides auffüllen ist schon cool. So, jetzt haben wir auch den Rocker Xyde, der immer spawnt durch diesen Ding. Prophecy auch geschafft. Okay. Ist nur Schrott. Also hier haben wir den Gem. Oh, das ist Feuer. Das kann stark sein, ja. Ist auch stark. Das ist jetzt das Feuer, das brennt durch die Strongbox. Gut. Stoppt recht gut hier in den Sümpfen. ja. Es ist sumpfig, ja, aber es ist Kanalisation vom Armengebiet. Es ist dieser Chaos-Damage, der hier so viel Schaden macht. Das ist ein bisschen böse. In Kurel schon. Resistenzen, hm? Hau ab. Gib mir da mal ein bisschen. Mano. Alles Resist Elemental Damage, Resist Elemental Damage. Das ist schwer für uns. Der hat Doppelresistenz und alles mögliche. Frechheit, hä?
So, wir brauchen die kleinen Golems wieder und müssen irgendwo den Ausgang finden. Hallo. Die gehen immer so nah dran und da bekommt sie alle Feuerbälle in die Fresse. So richtig in die Fresse hauen. Drachen in die Fresse hauen. Einfach mal in die Fresse hauen. Oh, ich will nicht. Ich will Schnelligkeitstrank wieder haben. Gib mir einen. Ich habe sicher schon ein paar verpasst, weil sie weiß sind. Drachen blauen. Gelb geht gar nicht. Wieso denn nicht? Ich brauche einen goldenen Trank. Schnelligkeitstrank. Gibt's einen? Keine Ahnung. Ich tue mir nie informieren, was es für Unix gibt. Ich kenne die, ich finde, alle anderen kenne ich nicht. Ah, schön. Oh, eine Fight Claw. Auch wieder etwas für meinen Shadow. Aber Dolche sind mir wichtig, aber Dolche droppen momentan nicht. Da oben ist noch ein Gelber. Ist das jetzt zwei? Nein, das ist nicht wenig Monster, sonst wird es angezeigt. Jetzt habe ich wieder Mana-Probleme langsam. Jetzt muss ich doch noch das killen. Ich bin eigentlich genug stark, oder? Komm, jetzt killen zuerst ein bisschen Mana weg. Da haben wir den Waypoint, gut. Der ist immer nach diesem Eingang, der versperrt ist. Übrigens ist das Path of Exile Let's Play das meistgeschauteste, also von der Länge vom Video. Und ich bedanke mich schon für alle, die das super gerne schauen. Ich will nämlich eher längere Aufrufe als mehr Aufrufe, weil ich ja auch nicht abhängig vom Geld bin. Ich will kein Geld von YouTube. Und deshalb bin ich wirklich stolz schon fast, dass ich Zuschauer habe, die wirklich zuschauen. Nicht alles überspringen und so weiter. Sonst müsste man das Video auch gar nicht anschauen, oder? Wenn man immer alles durchspringt. Leider gibt es auf YouTube genug Leute, die einfach immer weiterklicken. Oh, jetzt haben sie das Video gesehen. Oh, jetzt kommt noch das und das. Dabei haben sie es gar nicht angeschaut. Gut. Ja, das Regnum Let's Play ist natürlich viel beliebter, aber dort schauen noch nicht alle so lange Video. Okay. Wir müssen hier runter. So, die Mauern brauchen wir noch nicht. Mint over, also Moam ist, glaube ich, irgendwas anderes. Von einem anderen Game. Also Moam, nur Moam. Das macht, dass wir irgendwie 30%, das ist nicht mehr 30%, auf jeden Fall Mana Schaden bekommen und nicht, ja, 30% ist es immer noch. Also 30% vom Damage geht sondern auf diese Kugel, also auf meine Kugel, und 70% geht auf Leben, oder? Ist ja also 30% Schutz für eigentlich fast umsonst. Brauchen wir nur ein bisschen Mana. Ist recht gut. Ach komm jetzt. Wo ist jetzt dieser Eingang? Da unten? Okay. Ich muss in die Warnhäuser, genau. Warnhäuser? Hier ist Warnhäuser-Distrikt. Wer macht schon ein Warnhäuser-Distrikt? Wenn er die Warnhäuser nebenan kann haben.
Und wo ist denn der Geschäftsdistrikt? Wahrscheinlich der Marktplatz. Oder der Hafen. Da hat es gar keine Gebäude. Haben alle ein bisschen Open Air Arbeitsplätze. Vielleicht sind alle Fischer. Oder Seemänner. Ja, ich verstehe das nicht so. Aber sollte ja auch nicht so realistisch sein. Es ist ein Action-Rollenspiel. Die Entwickler machen da viel zu wenig Mühe. Sie wollen es nicht realistisch machen, sie wollen es vor allem spaßig machen. Das ist ja auch gut so. Hoffentlich treffen wir auf die Bossmonster, Gebietsbosse. Zwar droppen die nicht so gut, aber ich will mich mal messen mit denen. Sollten jetzt hier irgendwo sein. Oh, da kommt das Gerät. Von Riesen. Hm, da oben vielleicht. Sein, hä? Ah nein, das ist der Cyber gewesen. Jetzt dachte ich, es hätte etwas gedroppt. Okay. Mana. Das sind einfach viele Monster. Es geht hart aufs Mana. Für Anfänger würde ich schon ein bisschen empfehlen, mehr aufs Mana schauen zu können. Reduktiv Mana sogar reintun als Game. Und fällt Mana halt als Item, als Ring zum Beispiel. Mana after Kill. Das zwar bei Boss nicht so gut hilft, aber ich suche jetzt immer noch diese Gebietsbosse da. Da kommen sie irgendwo. Sieht einfach mal nichts. Nö. Da ist nichts. Aber hier ist so ein Symbol. Hm. Die Symbole also wahrscheinlich Ausgang. Beziehungsweise führen sie zum Ausgang. Ah, hier sind sie. Ja, schau mal. Die sind wieder. Cursen. Cut Ripper. Wir mit. Oh. Ist sie nicht der Gute so. Schmeißen wir was raus. Cut Ripper nehmen wir mit. Seeken Wrap. Ach komm, ey. Da rein und segne mal bis da oben, okay. Uff. Ist alles schlecht irgendwie. Ja, wir brauchen Dexterity, nicht Mana, Intelligenz. Dann hat den. Pff. Ist alles schrottig. Nehmen wir dieses Crack-Ding wieder mit. Ja, hier haben wir sonst nichts mehr. Ah, vielleicht eben besiegen. Okay, dann gehen wir weiter. Oh, da unten ist ein Essence.
Sulfur. Increase Damage. Ja, können wir mitnehmen für den Viper Strike. Shadow. Schon gut, ja, Consecrated Ground. Vielleicht für ihn. Gehen wir hier weiter. Ja, Grippe habe ich nicht mehr. Ich fühle mich total viel besser. Also kommen in den nächsten paar Tagen sicher mal mehr Videos wieder. Und ja, wenn das mit den Ohren auch besser ist, so ist er mehr. Ja, der ist schlecht. Was ist denn los? Ja, okay, mehr Damage. Ab 80. Global, das ist schon gut. Ja. Pff. Schrott. Ich will eigentlich die Ding mitnehmen. Naja, lass ich's. Und irgendwas rausschmeißen, damit ich andere mitnehmen kann. Hm. Da ist wieder ein Essenzstein. Wieso ist der immer so groß? Ich habe nicht drauf geklickt, ich bin einfach mit der Maul, also sie hat sich bewegt zu dem Trap Support Supreme. Ist das ein neuer? Der hat so Ice Nova gemacht. Nein, Gem. Nein, das ist Suffering. Das habe ich hier alles voll. Suffering, ein neuer Suffering, beziehungsweise so groß nicht. Hey, alles ist schlecht, was ich finde. Tja. Sonst am Let's Play halt nicht viel. Ich hoffe, wir finden auch noch bald ein Gem, der den Teleport verschnellert. Wie heißt er jetzt schon wieder? Es gibt noch einen, es gibt diesen, der schnellere Animationen macht, und es gibt den, der schnellere Abklingzeiten, also die Abklickzeiten verkürzt. Und das hilft beiden, diesen Lightning Mob, oder wie heißt der, irgendwas war das? Kann mal kurz schauen. Ja, Lightning Mob heißt er. Okay. Hier können wir die Kiste wieder suchen, aber ich glaube, die ist gar noch nicht da. Weil ich noch nicht geredet habe mit dem. Wir kommen hier von den Blauen. Ja, wo ist jetzt der? Ah, da vorne war sie. Na gut. Ja, dann im nächsten Part auch mit dem Schnelligkeitstrank Quicksilver Flask. Wo haben wir denn bitte... Oh, du machst Schaden mit dem. Komm.
haben jetzt dieses Reflekt und Resistenzzeugs. Macht mir halt auch Schaden viel. Also ich finde, Cruel ist so ein bisschen ein Test, wo man schon relativ gut ist gegen Reflekt. Weil der Reflekt macht noch nicht so viel Damage, aber er ist halt da und auch die Resistenz natürlich, dass man auch so ein bisschen die gegnerische Resistenz reduzieren kann. Es gibt ja mehrere Quoten, Knoten von dem Skilltree noch, wo ein bisschen die Resistenz auch noch senkt. Wir nehmen zwar den linken Knoten nicht, aber wir nehmen den oberen Knoten dann später, wo ich eigentlich unbedingt hin will, aber zuerst natürlich das Mana, die Mana wegnehmen muss. So. Ja, uns fehlt einfach dieser Gem. Flamet oder irgendwas. Flames. Rollet Flames, glaube ich, ist ja das. Damit ihr einfach mehr AOE Damage haben. Also AOE Radius und Damage 10% Feuer. Too much clutter. Und boah, haben wir viele Quest-Sachen im Inventar. Alles ohne irgendwie Bewegungsgeschwindigkeit. Die Schuhe im... Ist der da drüben irgendwo? Hä? Wo ist denn die Kiste? Oder haben wir die... Nein, die Kiste haben wir noch nicht gefunden. Keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Ja, hier könnten wir schon reingehen, aber ich gehe nicht rein, weil ich... Ding noch nicht habe. Den Waypoint. Muss ich noch holen. Hm. Ist er hier irgendwo? Hä? Wo ist die Kiste? Manchmal findet man nicht. Manchmal ist sie sofort irgendwo. Und manchmal ist sie überhaupt nie da. Vielleicht hier unten, hä? Da vielleicht? Hm. Sonst ist nirgends, hä? Finden wir sicher dann in der nächsten Aufnahmesession nach diesem Part. Hm. Ja, vielleicht hier unten, hä? Nein, das ist der Eingang. Und dort. Dann ist er dort, hä? Dann gehen wir nochmal kurz dorthin. Ich will den unbedingt jetzt schon holen. Was zu reden? Nein, ist nichts. Ah, okay. Gehen wir zurück. Hm. Ist halt ein bisschen blöd, wenn das immer so zufällig ist. Es ist eher nervig, so zufällig, so ein Ding, als es irgendwie toll ist. Das ist nicht immer flüssig, sind zu viele Spieler gerade unterwegs. Hier in dieser Karte. What was one is der Stadt. Leckt es wegen mit Spielen, sonst leckt es nicht so oft. Fast gar nicht. Sie haben ja Multitrading gemacht und das nützt eigentlich fast nichts. Also ich hätte gerne noch ein bisschen mehr flüssig. Aber das Spiel ist überhaupt nicht dann zum Multicores angepasst. Vor allem wegen dem Arbeitsspeicher nicht. Na gut.
Oh, Melee Game. Elementar. Ja. Rare ohne Bewegungsgeschwindigkeit. Den brauchen wir. Ja, 20 Charges. Ja, das kann ich für ihn nehmen. So, gut. Ja, jetzt geht er einfach mal richtig. Okay. Den hier noch hier rein. Die natürlich hier wieder. Ah, da oben ist noch einer. Energy Shield. Ist live. Ach man. Brauchen wir nicht. Need some help. Gut. Watch yourself. Dann haben wir da weiter. Es ist zu wenig, aber es sind 40% und das macht schon viel aus. Ja. Okay, danach jetzt haben wir nichts mehr zum Abgeben, hä? Nee, oder? Nein. Ja, im nächsten gehen wir wieder aufs Battlefield und auch in den Hafen und zum Solaris-Tempel, glaube ich. Ja, irgendwie heißt er, glaube ich, so. Und jo. Heute kommt ja noch der Livestream, deshalb ja, das ist für euch dann schon morgen, weil der gestrige, also der vorige Part für mich, der gestrige war, also der heutige für mich. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber ja, da seht ihr schon ein bisschen mehr vom Fiber Strike Shadow. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Bye.